Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, mein Name ist Eike Vollbrecht, ich bin Koch im Schloss Carzo und ich bereite heute für Sie Dillgurken mit krossgebratenem Zander und Ofenkartoffeln zu. Wir haben das Zanderfilet, die Gurken, Senfsaat, Dill, Balsamico-Essig, Kartoffeln, Creme fraiche, Sahne, Butter, Schalotten gewürfelt und Kräuter. Als erstes schälen wir die Gurke, ruhig ein bisschen was dran lassen für die Farbe. Dann schneiden wir die Enden ab. Dann wird die längs halbiert. Nochmal halbieren. Dann schneiden wir das Kerngehäuse raus. Einfach nur, dass es nicht zu sehr wässert. Dann wird die Gurke schräg runtergeschnitten. Als nächstes nehmen wir den Zander, portionieren uns den. Das Endstück kann man abschneiden. Und zwei Portionen schneiden wir uns heraus. So. Der Zander wird erstmal gesalzen, meliert. Und in kaltes Öl gelegt. Die Pfanne soll extra nicht heiß sein, weil er ansonsten sich ein wenig wellt. Jetzt wird die Pfanne aufgestellt und mit niedriger Temperatur angebraten. Als nächstes nehmen wir die Kartoffeln, blanchieren die kurz, in kochendes Wasser geben mit etwas Salz drin. Die Kartoffeln werden etwa 8 bis 10 Minuten gekocht und kommen danach in den Ofen. Jetzt sieht man, wie der Zander langsam anfängt zu braten. Und er wird auch nur auf der Hautseite gebraten und ganz zum Schluss erst gewendet. Jetzt bereiten wir die Gurken zu. Dafür wird der Topf erstmal erhitzt. Anschließend geben wir Zucker hinein, der etwas karamellisiert. Wenn der Zucker anfängt, sich aufzulösen, geben wir die Gurken hinzu. Jetzt geben wir einen kleinen Schluck Essig zu zum Ablöschen. Reicht schon. Wenn der Essig etwas verkocht ist, geben wir ein bisschen Schalotten hinzu. So. Lassen die ein bisschen glasig werden. Und löschen das Ganze dann wieder mit Sahne ab. Das kocht jetzt für ungefähr 2 bis 3 Minuten. In der Zeit geben wir die Kartoffeln in den Ofen. Der Ofen ist auf 160 Grad vorgeheizt und die Kartoffeln kommen für ca. 7 Minuten nochmal hinein. Jetzt nehmen wir Creme fraiche, das ist für die Ofenkartoffel, dass es ein bisschen schmackhafter wird. Ein paar Kräuter hinzu. So. Ein wenig Salz. Etwas Pfeffer. Und dann wird alles leicht verrührt. Das Ganze geben wir jetzt in einen Spritzbeutel, der vorbereitet wurde. Das kommt am Ende auf die Ofenkartoffel oben rauf. Jetzt werden wir ein bisschen Dill noch klein hacken für die Gurken. Anschließend wird es nochmal abgeschmeckt. Und dann wird der Zander vollendet. Den Dill, der muss nicht allzu fein gehackt werden. Kommt jetzt in die Gurken. Den Topf stellen wir noch mal auf, geben noch eine Prise Salz ran. So. Und lassen das Ganze noch mal aufkochen. So weit kochen lassen, bis die Konsistenz einigermaßen sämig ist. Dann wird der Zander gewendet. So, jetzt lassen wir ihn kurz noch mal eine Minute ziehen, ein bisschen Thymian hinzu und ein wenig Butter. Das Ganze wird etwas geschwenkt, aufpassen, dass die Butter nicht verbrennt, deswegen immer wenig Hitze beim Fisch. So, und jetzt können wir auch schon fast anrichten. Die 7 Minuten sind fast um, die Kartoffeln können also raus. Die Kartoffeln werden ein wenig eingeschnitten. Dann drückt man sie etwas auf.
Jetzt kommen die Gurken hinzu. Man sieht, jetzt wird sämig. Die Sahne ist einreduziert. Das ist dann warm sozusagen. So. So, jetzt kommt der Zander hinzu. So. Und die Creme fraiche auf die Kartoffel obendrauf. Wenig Dill noch zur Dekoration. So. Und fürs Farbspiel noch eine Kirschtomate hinzu. So. Da haben wir den krossgebratenen Zander mit Dillgurken, Ofenkartoffeln und Creme fraiche. Und zu allerletzt geben wir noch eingeweichte gekochte Senfkörner hinzu. So. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.